Vor 25 Jahren veränderte sich die Welt. Die Berliner Mauer, Symbol des Kalten Krieges, wurde eingerissen mit dem Segen der Sowjetunion. Es sollte eine neue Ära werden. Dies ist ein Stück der Berliner Mauer. Es wurde hierher ins Imperiale Kriegsmuseum gebracht, nachdem der Abriss ein Höhepunkt des 20. Jahrhunderts war. Es gab die Hoffnung, dass mit dem Verschwinden der Mauer die tiefen Gräben zwischen Ost und West, dem Warschauer Pakt und der NATO sich endlich schließen und dass die Welt vereinter sein könnte als jemals zuvor. Und für eine gewisse Zeit war die Euphorie angebracht. Die großen Armeen traten zurück, die UdSSR löste sich auf und der ideologische Krieg war vorbei. Die NATO aber blieb und brütete neue Pläne aus. Die NATO hat die Rolle, Veränderungen voranzubringen. Es ist eine politische Allianz, eine Plattform, auf der man westliche Politik harmonisiert und koordiniert. Dies ist ganz klar unsere Gelegenheit, die Welt näher hin zu unserer Vision zu bewegen. Eine Vision, die offensichtlich große Feuerkraft benötigt, und zwar eine Menge davon. Ohne den Warschauer Pakt und somit ohne etwas, das sich der NATO entgegenstellt, breitete sie sich überall aus. Heute stehen ihre Truppen, Panzer und Jets rund um Russland. Dies ist eine globale, aggressive Militärformation, eine, die täglich Manöver an Russlands Grenzen abhält, in Ländern wie Litauen, Estland, Lettland, Polen, Norwegen und gefährlich nah am russischen Territorium in Bulgarien, Rumänien, Aserbaidschan, Georgien und so weiter. Das ist eine Gefahr für den Weltfrieden, die größte Gefahr jemals. Das derzeitige Zerwürfnis mit Moskau lässt westliche Politiker Phrasen aus der Vergangenheit vor sich hinbrummen. Wir werden unsere NATO-Alliierten stärken und unser Versprechen der gemeinsamen Verteidigung halten. Russland muss wissen, dass Reaktionen folgen werden, wenn es sein Benehmen nicht radikal ändert. Wir führen mehr als 200 NATO- und nationale Manöver in Europa durch. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind erst der Anfang. 25 Jahre nach dem Fall der alten Mauer tauchen neue auf. Bis jetzt sind sie noch ökonomisch und politisch. Und eine dient als Denkmal an eine Zeit, in der alles, was die Menschen wollten, ein bisschen Eintracht war. Murad Gazdiev, RT, London.